Ja, da komme ich nicht hoch, ich Genie. Speichern wir weiter. Wir haben immer noch nicht mehr als 35 Minuten. Und ich würde ungefähr eine Stunde haben. Sternstundenfeld Absturzstelle. Sehr interessant. So. Der Cooper hat zerstört, aber er war doch längst noch nicht abbezahlt. Ich dachte, Bowser wäre stinkreich. Könnte Bowser rettet ihn. Könnte Bowser ist auf der anderen Seite der Grenze abgestürzt. Also ich kann natürlich wieder nicht abstürzen. Oh, hi. Was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beide auf einer Reise? Ihr wollt vorbei? Aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigreichs ist. Wir können euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr uns die Sprünge zeigt, die euren Ruhm entsprechen. Wer ist mit einem kleinen Grenzsprung? Was ist das? Die Regel ist dann einfach, springt, damit ihr die Grenzlinie nicht berührt. Ihr springt so lange, bis die Fahne im Hintergrund die Spitze des Masters erreicht. Wenn einer von euch dreimal das Seil berührt, habt ihr leider verloren. Das heißt, auf fünfmal ist es auf jeden Fall aus. Bevor es ernst wird, üben wir erstmal. Gut, Mario mit A springst du. Sehr schön. Luigi mit B. Sehr schön. Mario, spring über das Seil. Sehr gut. Spring Luigi über das Seil. Wirklich sehr gut. Jetzt mal Luigi versucht das zu zweit. Das ist nicht schwer. Sehr gut, jetzt wird's ernst. Wie wär's mit einem kleinen Grenzsprung? Von mir aus. Ich mach das jetzt mal mit beiden Händen. Nein, nein, nein! Hilfe! Nein! Du! Ich fass es nicht! Ja. Nein! Nein, du! Holla, holla, holla. Nein. Ihr seid fies! Ihr seid fies! Ihr seid fies! Ihr seid... Hilfe! Fantastico, das waren wirklich unglaubliche Sprünge. Boah! Ich habe nicht auf die Fahne geachtet. Dazu sagen. Aber hier seid ihr am Boden. Fast gut euch auf. Also, dass sie uns nicht auf unsere Mission einfach durchlaufen lassen. Moment noch! Nein, wir machen keinen Grenzsprung mehr. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Nimmt das ja als Andenken. Karte vom Bodenland. In einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Ich würde einen Sniper und der Kalaschnikow bevorzugen. Öffnet das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Nö, du. Sternstumpenfeld. Das ist, glaube ich, eine Warp-Röhre. Aber die andere muss ich erst finden. Aktuelle Sternstumpfe. Schwere Versäumnisse der Sternfeldverwaltung. Stachelschnuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Drückt man im Laufen erst A, dann noch P, kann man die Grenzerlage springend überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Okay, die tun gar nicht weh. Pilz! Aua! Ach, doch! Nein, die ziehen keinen Lebenskraft ab, aber... Pilz!
So, ein Mistvieh. Fliegmut. Ein kleines Fliegmut. Boah, das nervt. Die Viecher kenne ich aus Mario Brothers. Das war ja auch, was ich fast angefangen hätte zu zocken. Da im Intro, aber ja, das sind total dumme, springende, nervige Viecher. Die will ich jetzt nicht weiter haben. Da komme ich nicht hoch erstmal. Drauf gesprungen. Man kann das natürlich auch mit Luigi, auch wenn er nicht vorne ist. Yeah. Das war auf jeden Fall nicht ganz ungeil, wie ich die gerade bezwungen habe. So, das ist doof. Speichern und weiter. Immer noch. Bohnenland. Ich krieg wieder die Flasche nicht auf. So. Bowser? Geld. Hey, Mario, endlich bist du da. Los, hol mich sofort hier raus. Sieh an, Bowser ist persönlich ausgerechnet in einer Kanone und will vor Wut fast explodieren. Ja. Was denkst du, wer du bist? Stella nennt man mich. Mit harter Hand regiere ich hier im Sternschnuppenfeld. Viel habe ich von dir gehört, auch bist du kleiner, als ich dachte. Willst du da einfach wieder raus? Sonst lasse ich dich nicht raus, du armer Wurm. Gib mir alle deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Schande, das ist ja nie zum Aushalten. So schlimm für dich ist es auch nicht. Ihr wollt mir für Bowser 116 Münzen zahlen? Wenn mir das mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist. Hier, Bodenland, du bist ja ausländische, die wissen erstmal umtauschen. Der Tag ist kurz für 116 Pilzmünzen? Genau, 10 Bodentaler. Fläppische 10 Taler, für dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Bring mal einfach noch 100 Bodentaler. Ja, das Geld kommt, ist euer Problem. Finde ich schon im Feld 100 Münzen, du findest ihn in Blöcken oder kannst ihn kramen. Ich überprüfe die Zahl der erhaltenen Münzen im Menü. Ja, überraschenderweise sind 0 Münzen noch nicht 100. Das ist so nervig, ne? Jetzt muss ich für die Tussi auch noch Geld beschaffen, Mann! Gut, das wäre erstmal 4. Fünf. Jetzt habe ich. Lass mich schauen. 19. Das ist schon mal gut. So. Leute, kennt ihr diesen kleinen Kindies, 5. 6. Klasse, die sich cool fühlen, also von Archon oder wie der heißt, oder Akon, ja, dem, wenn sie von dem I Just Had Sex auf dem Handy haben, und das sieht sowieso leicht geschmacklos, eben wegen dem Inhalt, das ist ein Thema,
Das ist quasi nach dem Motto, ja, ich bin jetzt voll stolz drauf, wenn ich das der ganzen Welt erzähle und so. Dabei interessiert es eigentlich keinen. Also so sehe ich das zumindest. Vor allem, wenn du beide Beteiligten nicht kennst, ne? So. Erstmal ein bisschen abstauben. Mario geht auf Level 3. Brüderpunkte klatsche ich mal drauf. Mal schauen, was ich die später noch genau brauche. Ich glaube, ich ahne es sowieso schon. Pedalblock. Bestimmt mit Hilfe von Schinkenbrot oder Stinkenbrot auf dem Steuerkreuz die Richtung dann. A, B, A, B, A, B. Ach so geht das. Jetzt habe ich wie viel? 44. Das geht eigentlich recht schnell, oder? Bin ich der Einzige, der das so sieht?